Ach ja, unsere liebe Vorzeigedemokratin Katrin Göring-Eckert kann es einfach nicht lassen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und wenn ihr es nicht schon bereits wusstet, heute am 24. September 2023 finden Wahlen statt. Nein, keine Landtagswahlen, auch erst recht keine Bundestagswahlen, sondern die Wahl zum Oberbürgermeister in Nordhausen in Thüringen. Und da wird ja aktuell auch ziemlich häufig gewarnt vor dem AfD-Kandidaten Jörg Prophet. Vielleicht erinnert ihr euch noch ein bisschen an die Wahl in Sonneberg, wo es ja um den Stadtrat ging und Robert Sesselmann. Wenn mich nicht alles täuscht und man jetzt mal nach Sonneberg schaut, steht der Standort noch. Also es ist noch nichts allzu Schlimmes passiert. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Herr Sesselmann die Demokratieprüfung tadellos bestanden hat. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele Leute auch aus dem öffentlichen Leben jetzt sich richtig in Aufruhr befinden und die Nordhäuser und Nordhäuserinnen davor warnen, ja, die richtige Partei zu wählen, dann muss ich hier an dieser Stelle schon wieder schmunzeln. Allen voran natürlich Katrin Göring-Eckert von den Grünen, die sich hier direkt mit einschaltet in den Wahlkampf und alle Leute dort nochmal ermahnt, sie sollten ja auch die historische Bedeutung dieser Wahl berücksichtigen, ja, und unbedingt korrekt wählen, nämlich den aktuellen amtierenden Bürgermeister, Herrn Buchmann. Schauen wir uns kurz mal an, auch wie Katrin Göring-Eckert hier das Ganze gestaltet. Diesen Wochenende am Sonntagmorgen können Sie noch einmal wählen. Das ist für viele nicht einfach, das weiß ich wohl. 1989 sind wir auf die Straße gegangen für freie und demokratische Wahlen. Eine solche haben Sie, eine Stichwahl. Und ich empfehle Ihnen und wünsche mir, dass Sie das Gesicht dieser Stadt Nordhausen, der wunderbaren Stadt am Südharz, mit einer großen Geschichte für Thüringen, aber auch in Deutschland, nach außen so repräsentieren, dass die Demokratie dort ein echtes Zuhause erhält. Liebe Nordhäuserinnen und Nordhäuser, diese Wahl findet in einer Stadt statt, in der auch ein Außenlager des KZ Buchenwald war, Mittelbau-Dora. Sie wissen das. Sie wissen, dass der Umgang mit unserer Geschichte uns als Gemeinwesen, als Staat ausmacht. Und auch deswegen bitte ich Sie, gehen Sie zur Wahl, gehen Sie zur Stichwahl. Und ich empfehle Ihnen Kai Buchmann, den parteilosen Kandidaten. Liebe Also, Katrin Göring-Eckert, wie ihr seht, gewohnt pathetisch, gewohnt historisch einordnend, ja, schon 1989 hat sie im Alleingang quasi die Demokratie gerettet damals und die Wiedervereinigung ermöglicht. Zum Thema Wiedervereinigung, ja, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber dann auch wieder diese Instrumentalisierung, also das ist wirklich unfassbar, wenn ihr mich fragt. Und sowas von geschmacklos mittlerweile. Aber gut, das ist halt auch die Möglichkeit, wie man es machen kann. Schauen wir einfach mal, ob die Leute in Nordhausen sich sagen, hey, wisst ihr was, Frau Göring-Eckert, die Bundespolitik hat solche Probleme mittlerweile auch ausgelöst bei uns. Wir haben so teure Energiepreise, wir haben so hohe Inflation. Man kann sich immer weniger und weniger noch für sein hart verdientes Geld leisten. Und auf der anderen Seite werden irgendwelche ziemlich stark ideologiegeprägten Gesetze gemacht. Schauen wir einfach mal, wo die Leute in Nordhausen ihre Priorität setzen. Andererseits habe ich jetzt nicht allzu viele andere Politiker aus anderen Parteien gesehen, die jetzt stark dazu aufgerufen haben, in der Stichwahl eben für den amtierenden aktuellen Oberbürgermeister Buchmann zu stimmen. Ich weiß zwar nicht, woran es genau liegt, dass sich hier auch aus der restüblichen Ampelkoalition keiner bisher zu Wort gemeldet hat. Interessant ist an dieser Stelle aber auch zu berichten, dass ja der amtierende Oberbürgermeister, Herr Buchmann, vom Dienst suspendiert war, und zwar wegen 14 mutmaßlicher Dienstpflichtverletzungen, unter anderem Mobbingvorwürfe und so weiter. Also schauen wir mal, was hier noch so alles rauskommt. Aber ich denke mal, das hat Frau Katrin Göring-Eckert sicherlich auch in ihrer Wahlempfehlung mit berücksichtigt. Dann gibt es hier noch andere Leute, wie zum Beispiel hier, direkt irgendwie aus Hamburg, glaube ich, oder so, also ganz woanders, wo ein gewisser Herr
Le Smooth Real. Und zwar ist es einer der Fantastischen Vier. Erinnert euch? Irgend so eine Band, die, glaube ich, mal vor so 30 Jahren erfolgreich war in Deutschland. Und der jetzt auch ganz konkret eine wichtige Wahlempfehlung hier abgeben möchte. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Liebe Freunde, in Thüringen wird gewählt am Sonntag in Nordhausen Oberbürgermeisterwahl. Stichwahl. Wählt bitte den parteilosen Kai Buchmann. Setzt ein klares Zeichen gegen die AfD. Gegen die AfD in Thüringen und gegen die AfD in Nordhausen. Geht am Sonntag wählen. Geht unbedingt wählen, um die Wahlbeteiligung hochzuhalten. Und wählt gegen die AfD. Wählt Buchmann. Hashtag Nordhausen. Zusammen. Ihr wisst schon. Zusammen groß. Zusammen eins. Oh, da merkt man richtig, der hat sich sicherlich sehr intensiv mit der politischen Szenerie auseinandergesetzt. Der ist bestimmt auch immer mal wieder in Kontakt gewesen mit einzelnen Leuten dort, kann sich richtig gut reinversetzen in die Lage dort. Deswegen aus dieser Perspektive kann man natürlich erstmal durchaus eine Wahlempfehlung abgeben. Übrigens, ich sag, hey, wählt, wen ihr wählen möchtet. Ja? Das ist euch überlassen. Ich habe noch nie übrigens gesagt, wählt die Partei oder wählt die Partei, was mir ja sehr häufig jetzt mittlerweile vorgeworfen wird. Ja? Ich sage immer nur, wählt das, was eurer Meinung nach am meisten Sinn für euch ergibt. Ja? Mir stößt es nur etwas auf, wenn ich jetzt auch diese ganzen Wahlberichte und so ständig sehe, über ja den auch wieder vom Verfassungsschutz beobachteten Jörg Prophet und so weiter und man immer weniger eigentlich Wert darauf geben kann, wer oder was vom Verfassungsschutz beobachtet wird und wer nicht. Weil, wenn ich mir, und da sind wir wieder beim Stichwort Wiedervereinigung, ne? Was ist denn mit dem Brandenburger Tor, Frau Göring-Eckardt? Das ist doch eigentlich auch ein Symbol der deutschen Wiedervereinigung. Und dieses Symbol der deutschen Wiedervereinigung wurde von der letzten Generation einfach aufs Übelste verschandelt mit orangener Farbe, die seit Tagen und zig Dieselmotoren, die da am Laufen sind, um die Farbe mit Hochdruckgeräten und so weiter abzumachen, immer noch nicht entfernt werden konnte und die jetzt sogar mit irgendwelchen Spezialgeräten rangeht und man noch gar nicht weiß, ob man das überhaupt wegen des Sandsteins und so weiter entfernen wird können. Diese letzte Generation ist immer noch nicht vom Verfassungsschutz irgendwie als extremistisch oder so eingestuft worden. Ja, und zwar selbst jetzt, wo es ja auch damals die Ermittlungen gab von Apollo News, ja, bezüglich der ganzen Chat-Nachrichten auf WhatsApp und so, die sich die letzte Generation dort eben so alles hin und her geschickt hat, wo man ja auch so die ein oder anderen, ja, Pläne und so weiter hatte, die jetzt nicht mehr ganz so verfassungskonform und so weiter sind. Und, wie ich ja dann auch gesehen habe jetzt gerade, gab es sogar eine kleine Anfrage hier von der AfD-Partei bezüglich eben dieser extremistischen Äußerung. Aber bisher habe ich jetzt noch nicht allzu viel davon Verfassungsschutz oder von Verfassungsschutzbehörde gehört, dass man hier in irgendeiner Art und Weise extremistische Tendenzen erkennt. Also meiner Meinung nach, wenn ihr mich fragt, kann man diese Einordnungen dieser Verfassungsschutzbehörde nicht mehr wirklich trauen. Und also ich traue ihr jedenfalls nicht mehr, davon abgesehen, dass sie sowieso keine politisch neutrale Institution ist, wie es irgendwie sehr häufig suggeriert wird. Und ich habe jetzt auch gerade hier wieder ein paar Freundinnen von meiner Freundin zu Gast und habe mit denen gestern diskutiert. Und da haben wir auch spannende Sachen herausgefunden, weil ich auch die nämlich nicht wussten, dass der Verfassungsschutz, also diese Behörde, nichts mit irgendwie dem Verfassungsgericht und so weiter zu tun hat. Ja, weil das ist eben das, was viele Leute immer hören, wenn sie irgendwie Verfassungen, dann denken die immer gleich, oh krass, das müssen ja Leute sein, die komplett Ahnung haben, die richtig gut informiert sind, die auch in auf jedem Fall, was jetzt die Gewaltenteilung angeht, durchaus neutral sind und keinerlei politische Interessenkonflikte und so weiter haben. Nun ja, wie wir ja mittlerweile wissen, die Leute, die sich da schon ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt haben und länger mit befassen, dass dieses Thema Interessenkonflikte und so weiter innerhalb von diesen Behörden definitiv nicht einfach so vom Tisch gewischt werden kann. Und deswegen, ich bin einfach gespannt, wie das Ganze heute ausgeht. Vielleicht melde ich mich ja heute Abend nochmal, wenn wir einfach sehen, dann wie die Wahl ausgegangen ist. Es wird wahrscheinlich spannend werden. Let's see.